Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Minecraft. Ja, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht im Gegensatz zum letzten Mal. Und ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich Samen für unser Feld ernten kann. Soweit ich das richtig gelesen habe, müssen wir diese Grashalme hier mit der Hake ernten. Was ja sehr gut klappt anscheinend. Angeblich sollte das so funktionieren. Ich weiß es nur nicht, warum es nicht funktioniert. Ja. Also das geht mit Umgraben, aber das kann ich anscheinend nicht hier. Oder muss ich das vielleicht? Was habe ich denn so dabei? Ich habe. Vielleicht mit der Schaufel? Nee. Wieso geht das denn nicht? Das sollte angeblich am Wasser funktionieren. Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Da haben wir jedenfalls ein paar Samen. Ich weiß nicht, wo wir jetzt noch Samen herkriegen sollen. Also im Internet stand drin, dass das so funktionieren soll. In der Nähe von Wasser. Das ist jetzt nicht ganz so toll. Ach. Hat das jetzt eingesammelt? Da ist nichts. Also wir müssen das einfach bloß so kaputt machen anscheinend. Und dann kommt ab und zu vielleicht mal Samen raus. Ich dachte, das muss man abernten. Also so mit Linkstaste, so damit sowas entsteht. Jetzt habe ich natürlich. Das will ich natürlich jetzt nicht so lassen. Da mache ich jetzt einfach mal. So. Ja, dann sammeln wir uns mal ein paar Samen für unsere Ernte ein. Weg da. So, hier haben wir was. Da auch. Ach, schau mal an. Das wusste ich, muss man natürlich vorher wissen, weil sonst findet man gar nichts. Weil bei der PC-Version ist es ja so, dass man einfach bloß hier das Gras umgraben muss und da findet man einfach mal was. Hier ist das natürlich nicht so, wie es aussieht. Hier muss man diese Grasbüschel abernten. So. Da ist auch noch was. Wie viel haben wir jetzt? 10 Samen. Naja, da brauchen wir noch ein bisschen was. Und was habt ihr so alles gemacht über die Zeit? Habt ihr auch Minen gecraftet? Und dann möchte ich gerne auch von euch wissen, was wir denn als nächstes bauen. Weil unsere Waldhütte hier, die haben wir jetzt soweit fertig. Wo geht's denn hier hin? Da ist noch Kohle. Die hole ich mir ein andermal. Jetzt nicht. Jetzt wollen wir uns erstmal dem Ackerbau widmen. Und ich habe auch gehört, beziehungsweise gelesen, dass in 2 Wochen das 1.8.2 Update Microsoft vorgelegt wird und die das sich dann mal anschauen, und das würde dann bedeuten, dass wir dann noch eine Woche später, also genau in ungefähr 3 Wochen, mit dem neuen Update von Minecraft für die Xbox 360 Edition rechnen können. Wäre natürlich sehr schön, dann soll man auch jetzt verschiedene Sachen anbauen können, man soll das Schweinefleisch stacken können, so wie ich das im Video gesehen habe. Und ja, wir müssen dann, glaube ich, auch was essen, damit wir nicht verhungern. Und nicht Kürbisse, oder waren es Kürbisse? Ne, Melonen. Melonen soll es dann auch geben. Und auch ein Gartentor, was es jetzt natürlich noch nicht gibt.
So, jetzt kommt doch mal hier mal wieder ein paar Samen, oder? Wieso ist das da? Anscheinend gibt's das... Ah, nee, doch nicht. Es gibt's anscheinend doch nicht nur bei Wasser. Wächst das eigentlich auch wieder nach, oder? Da sind Blümchen, die wollen wir jetzt nicht. Dann machen wir das hier noch. Jetzt haben wir 17 Samen. Naja, damit können wir ein bisschen schon mal was anbauen. Ich glaube, das machen wir auch gleich mal. Und... Hops. Wieso wächst das hier noch nicht so? Das wächst, das funktioniert ja alles noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da machen wir da 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? Ach, jetzt. Bleib so. So, schauen wir einfach mal, ob es funktioniert. Habe ich eigentlich auch Bambus dabei? Ich habe zwei. Ach, Zuckerrohr heißt es. Okay. Und dann mache ich jetzt erst nochmal schnell was anderes. Ich hoffe mal, das gedeiht da hinten. Dann können wir nämlich auch bald unseren ersten Weizen ernten. In diesem Let's Play. Das wäre ja auch schon mal ganz nett. So, das mache ich mal wieder sauber hier. So, der Baum steht. Wieso sind da in Erdeklumpen unten dran? Komme ich da von hier? Natürlich nicht. Komme ich jetzt? Immer noch nicht. So, jetzt aber. So, wie ich das mit dem Baum hier mache, das weiß ich noch. Den muss ich wahrscheinlich irgendwie wegreißen. Oder ein bisschen stutzen, weil so ein Riesenbaum, das ist ja jetzt auch nicht so... Oder wollt ihr, dass wir hier so zwei Riesenbäume stehen haben? Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. So, Setzlinge. Oh, wie viele Setzlinge haben wir denn? Mensch, da können wir ja unzählige Wälder anrichten. So, da setze ich mal einen Baum hier so hin. Und dann noch mal einen hier so hin. Da, den machen wir mal hier. Und dann holen wir mal die anderen Setzlinge noch. Hier so und da. Und hier machen wir auch noch. So. Ich will das jetzt nicht hier mit Bäumen zu überladen. Ja, das kann man jetzt erstmal so lassen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt als nächstes? Bauen wir jetzt erstmal wieder was oder gehen wir mal wieder in eine Höhle? Ich glaube, wir waren schon lange nicht mehr in der Höhle. Oder wir könnten ja die Mine auch ein bisschen ausbauen. Was machen wir denn? Ich will jetzt mal kurz hier schauen, dass wir den hier alles noch so haben. Wir haben hier Schießpulver, Federn. Moment, die Federn... Stecke ich mal kurz auf. Und dann, was haben wir hier in der Truhe? Ich könnte ja mal... Habe ich Holz? 19 Holz. Ich schau mal kurz hier oben auf dem Dachboden. Ja, ich würde sagen, wir bauen uns hier erstmal ein paar Kisten hin. So. Dafür gehen wir jetzt erstmal schön an unsere Werkbank. Habe ich denn noch Platz im Inventar? Ja. 1, 2. Ja. Für zwei Kisten hat es gerade noch so gereicht. Dann gehen wir gleich mal hier hoch. Jetzt ist die Frage, wie viele Kisten passen denn hier hin? 1, 2. 1, 2. 3. 4 Kisten passen hier genau hin. Das ist ja perfekt. Dann machen wir mal 1, 2.
Und da tun wir jetzt mal rein. Da tun wir mal die ganzen Federn und den Faden rein und Knochen. So. Was haben wir hier sonst noch? Was kann ich hier sonst noch reinmachen? Die Eimer, die lasse ich mal. Jetzt muss ich erst mal kurz schauen. Und es wird gerade dunkel, das heißt, ich gehe mal erstmal schnell pennen. Guten Morgen. Da geht's auch schon weiter. Und was haben wir hier noch? Habe ich hier noch Federn oder sowas? Das nicht, aber Pfeile. Die kann ich auch. Ja, wo mache ich denn die hin? Was ist denn das überhaupt? Blätter. Wozu habe ich Blätter? Was macht der da draußen? Moment. Wir haben ja einen. Wie viel brauche ich für. Ach, ich brauche 3 Faden. Das heißt, wir brauchen Spinnen. Ich schleiche mich mal ganz schnell hinten. Nein! Hau ab! Blöder Penner! Kenn ich den? Alter! Das ist jetzt nicht dein Ernst! Wie? Yes, yes, yes. Creeper! Der soll doch nicht einfach explodieren! Ich wollte den doch so nur ein bisschen anstupsen! Ach! Komm ich da? Ja. Das war ja gut, dann reparieren wir halt mal schnell den Garten hier. Diese Creeper. Wieso explodiert der? Ich war doch noch nicht mal nah genug an dem dran, dass es sich zum Explodieren lohnt. Das Blöde ist, der kam natürlich auch in den Garten rein, weil wir noch kein Gartentor haben. Weil das ja erst mit dem Patch kommt und jetzt habe ich keinen Zaun mehr zum Bauen. Und da ist noch einer von diesen Bastarden. Ja. Das ist jetzt. Habe ich denn was zu essen dabei? Auch nicht. Ich wollte doch eigentlich bloß in meinen Schuppen hinter. Das zahle ich euch noch heim, ihr Creeper. Da haben wir Fleisch. Da haben wir noch nichts. Und da haben wir Pflastersteine. Dann tun wir den mal hier rein. Normalen Stein tun wir auch mal hier rein. Aber da unten. Ach, hier war ja unser Werk. Zeug. So. Und dann machen wir hier jetzt mal. Mache ich das rein. Und das. Einen Zaun habe ich. Ja, die Eimer mache ich jetzt auch mal schnell hier rein, weil die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Den Sand, das Zuckerrohr, die Samen. Das muss ich später eh alles noch sortieren, also. Da wird man wahrscheinlich mal ein paar Folgen nur mit Sortieren verbringen. So, die Axt brauchen wir jetzt auch nicht. Was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Was wollte ich jetzt machen? Ach, ich habe schon wieder vergessen, was ich machen wollte. So, das nehmen wir mal mit. Das Ersatzschwert. Ach, was mache ich denn? Das kommt ja woanders hin. Das kommt ja hier rein. So, die fast kaputte Schaufel.
Ja gut, nehmen wir mal eine Axt mit. Die Holzspitzhacke, aber die Hake brauchen wir nicht. Aber wir nehmen einfach mal... So.